Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und es geht heute um eine Person, den Rainer Kallmund. Das Thema heißt, was wir von Raimund Kallmund lernen können. Tja, Raimund Kallmund bei manchen Leuten vorzustellen wäre, hieße Eulen nach Athen zu tragen, weil ein Fußballmanager, der natürlich mittlerweile auch eine sehr große TV-Präsenz hat in irgendwelchen TV-Shows, wo er als Jurymitglied auftritt und gern gesehener Gast auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt, hätte ich beinahe gesagt, auf Deutschlands Bühnen. Und er wird sehr viel auch für Kongresse gebucht, wo Leute aus Management, aus der Wirtschaft dabei sitzen, als Unternehmer, Manager etc. Und ich finde es faszinierend, was man von ihm lernen kann. Ich habe ihn auch mal live erlebt, komme jetzt aber dazu, ein paar Sachen zusammenzufassen. Er hat einen Vortrag gehalten bei einer Franchise Fonds professionell, meine persönliche Erfolgsformel. Da hat er so ein paar Dinge rausgehauen, die ich hier schriftlich vorliegen habe und die möchte ich doch euch mal rüberbringen, weil vom Rainer kann man echt was lernen. Jo, ein Mann der klaren Worte, Kritiker meinen sogar oder werfen ihm ein loses Mundwerk vor. Ich muss sagen, ich liebe das, wenn einer klare Kante spricht. Der Junge hat Lebenserfahrung, der Kalli, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, der auch immer wieder durch persönliche Veränderungen aufgefallen ist. Der war ja sehr, sehr, sehr übergewichtig und hat sich dann ein Abnehmprogramm verordnet. Heute ist er fast gar nicht wieder zu erkennen. Ich meine, ein Strich in der Landschaft, ihn zu nennen, wäre jetzt übertrieben, aber der hat an sich gearbeitet. Und ich möchte so ein paar Fakten mal wiedergeben. Also zuerst mal so als Warming-up. Er hat so mal zusammengefasst gesagt auf der Bühne, sich nur auszukennen, führt noch nicht zum Erfolg. Intelligente, kompetente Schlaftabletten haben keinen Erfolg, sagt Kallmund. Intelligente, kompetente Schlaftabletten. Das erinnert mich an viele, viele Shows im Fernsehen oder Diskussionen, wenn da die sogenannten Fachleute sitzen mit einem Esprit einer Schlaftablette, zwar kompetent, aber nicht in der Lage sind, die Sprache der Hörer zu sprechen. Naja, das passiert bei ihm nicht, denn er sagt weiter, ohne Leidenschaft kein Erfolg. Der Mann hat Leidenschaft. Wenn du ihn auf der Bühne erlebst, der hüpft hin und her, der gestikuliert, der geht von rechts nach links und so weiter. Der ist aktiv, der lebt das, was er erzählt. Also Herzblut, Ausdauer, Eigeninitiative und vor allem Begeisterung müssen wir mitbringen, wenn man Erfolg haben will. Was auf dem Spielfeld der Kampf um jeden Ball, jedes Tor und jeden Sieg ist, das ist in der Wirtschaft der Kampf um jeden Kunden, jeden Auftrag und jede Lösung. Halbe Sachen bringen nichts. Wow, wow. Ganz einfach, kompetent, genial formuliert, besser kann man es nicht sagen. Ja, seinen Job auszuüben, dafür muss man jetzt nicht Unternehmer sein, selbstständig sein, sondern auch als Arbeitnehmer hast du auch dein Fußballspiel, um da mal in der Fußballsprache zu bleiben und musst gucken, dass du entweder kein Tor reinkriegst, dass du verteidigst oder auch angreifen kannst und dass du strategisch vorgehst. Ich liebe immer diese Symbolik aus dem Sport zu übertragen auf das Leben, auf die Wirtschaft etc., denn da kann man sehr, sehr viel lernen. Ja, vier Punkte möchte ich mal zusammenfassend bringen. Also er sagt beispielsweise, entscheidend, Punkt 1, sind Ergebnisse und Tabellenplätze. Wenn die scheiße sind, dann kriegst du auch finanzielle Probleme. Das ist die klare Kante, die er spricht. Ja, was heißt denn das? Ergebnisse. Viele Leute machen ihren Job einfach so, da hat man den Eindruck, das ist so freizeitorientierte Arbeitshaltung. Ich mache das mal eben, aber es ist kein Herzblut mit dabei zum Ersten. Und die messen ihre Ergebnisse gar nicht. Die gehen gar nicht zielgerichtet hin und sagen, was ist eigentlich der Sinn meines Tuns? Welches Ergebnis möchte ich erreichen? Und wer gute Ergebnisse bringt, wer gut performt, der hat einen guten Tabellenplatz, sprich bei seinem Arbeitgeber, bei seinen Kunden, aber auch in der Familie, bei Freunden etc. oder auch bei der Gesundheit, beim Sport, bei seiner persönlichen Weiterbildung geht es doch immer letztendlich gesehen um Wachstum, Ergebnisse, Weiterkommen. Das heißt nicht mal höher, schneller, sondern im Prinzip auch der Maßstab aus meiner Sicht ist, immer zu vergleichen, wo stehe ich heute, was habe ich heute gut gemacht, was habe ich gestern anders gemacht, wie will ich es morgen machen. Das heißt, diese Selbstreflexion, was die Japaner in ihrer Kultur ja sehr schön machen, dieses Kaizen, wie das so schön heißt, immer wieder zu schauen, wie kann ich persönlich
an meinem eigenen Maßstab besser werden. Nicht den Vergleich nach außen zu machen. Wobei Kalli ist da eher ein Typ, der vergleicht natürlich Tabellenergebnisse, stehe ich auf Platz 3 oder 2. Das ist wieder dieser Wettkampf. Ja, manche Leute brauchen diesen Wettkampf. Ich finde das auch manchmal reizvoll, aber ich habe da auch meine Grenzen persönlich in dem höher, schneller, weiter. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Gib mir gerne mal im Chat, in den Social Media Kanälen, die ich habe, einen Kommentar, wie du das siehst, wie du damit umgehst. Ich meine, es ist wichtig, natürlich gut dazustehen, aber dieses mit sich selbst vergleichen ist das Ding, was ich persönlich favorisiere, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich kann mit gut leben, wenn ein anderer höher, schneller ist und so weiter. Das mag sein. Ich fokussiere mich auf mein Leben, kehre von meiner Tür und habe dadurch auch ein sehr schönes Zufriedenheitserlebnis und ein Glücklichkeitsgefühl, denn das entsteht durch eigene Leistung. Für mich ist der Vergleich immer der Anfang, ja, der Malaise, des Schlechten. Denn wenn du vergleichst, gehst du nach außen, kostet Energie etc. Es gibt aber auch Leute, wie gesagt, die brauchen das, um im Prinzip im Wettkampf, ach, der hat gesagt, ich bin nicht gut, so eine Art Gegenteil sortiere, wie man das so schön in der NLP nennt. Ich gebe da mehr Gas, ich mache da mehr draus. Why not? Es muss jeder wissen, wie er selbst tickt. Aber wichtig, Ergebnisse sind entscheidend. Das ist in allen Lebensbereichen. Und es geht ja nicht nur um Wirtschaft, sondern ich trenne das immer so in Bereiche Familie und Freunde, dann den Bereich Beruf, dann den Bereich Gesundheit, körperliche, geistige, seelische Fitness, den Bereich Geld und Finanzen und den fünften Bereich ist Wachstum, persönliche Entwicklung, Selbstverwirklichung oder Selbsterkenntnis, Wachstum, inneres Wachstum, der ist zusammengefasst. Ich denke, in allen fünf Bereichen, wenn ich nicht nur denke, für mich ist das ein Credo, in allen fünf Bereichen sollte man gut sein. Weiß ich, kenne Leute, die sind im finanziellen Bereich Weltmeister, dafür sind sie im Gesundheitsbereich, ja, noch nicht mal Amateur, sondern sie müssen das Geld aufwenden, das sie gut verdient haben, weil sie sich darauf fokussiert haben in ihrem Beruf, um ihre Gesundheit irgendwie einigermaßen wiederherstellen zu können. Und im Bereich Familie und Freunde sind sie eher Secondhand, weil sie haben keine Zeit, keine Lust, weil sie ausgebrannt sind. Das ist natürlich ein System. Meine Empfehlung ist, in allen Bereichen sollte man gucken, dass man sich verbessert und dass das ausgewogen ist, weil die Bereiche korrelieren auch miteinander. Was hast du davon, wenn du Weltmeister bist in irgendeiner Sache, im beruflichen Bereich anerkannt bist und geht nicht mehr, aber finanziell kriegst du nichts auf die Reihe. Du hast keine Freunde, Familie sowieso nicht und du bist auch noch krank. Tja, wenn damit einer zufrieden ist, why not? Ich bin es nicht. Also diese Ausgewogenheit ist wichtig. Also fassen wir zusammen, Punkt 1, Ergebnisse und Tabellenplätze sind sehr, sehr wichtig. Wenn die scheiße sind, sagt der Kalli, dann kriegst du auch finanzielle Probleme. Hängt alles miteinander zusammen. Punkt 2, den er sagt, die Digitalisierung stellt ganze Branchen auf den Kopf und betrifft uns alle, selbst mich, alten Sack. Also ich liebe ja auch, wie er selbst über sich spricht. Er hat nicht nur klare Kante in der Ansage gegenüber anderen, sondern nimmt sich selbst auch nicht ganz so ernst. So Typen mag ich total gerne. Bei dem weißt du genau, wo du dran bist. Ich liebe diesen Typen. Hammermäßig, muss ich sagen. Aber was heißt denn das? Die Digitalisierung stellt ganze Branchen auf den Kopf. Das haben wir doch immer wieder gesehen. Wenn man mal rückschaut, 2 Jahre Corona, wie viele alteingesessene Unternehmen gibt es auf einmal nicht mehr, fangen an zu straucheln und andere wiederum haben gelernt, ups, ich muss auf einmal ganz anders auftreten, Digitalisierung. Wie viele Unternehmen haben auf einmal in die Digitalisierung investiert? Wobei das jetzt nicht nur ein paar PC kaufen, damit die Mitarbeiter zu Hause arbeiten können etc., sondern da geht es auch darum, um Arbeitsprozesse etc. digital darzustellen, zu vereinfachen und im Online-Bereich auch auf Kunden, auf Mandanten, wie immer man seine Zielgruppe jetzt bezeichnet aus eurer Sicht, wie man damit umzugehen hat. Also auch ganz wichtig, geh mit der Zeit, sonst geht die Zeit mit dir. Punkt 3, den der Kalli Raimund aufgeführt hat, Rainer Kallmund aufgeführt hat, wer keinen Siegeswillen hat, hat keinen Erfolg. Ich muss mich mit dem identifizieren, was ich mache. Und das ist dieses Warum. Ich lerne das immer wieder kennen. Ich betreue ja viele Menschen finanziell, sage ich, aber ich kriege ja auch mit, wie die sonst insgesamt aufgestellt sind. Ich kriege mit, dass viele Leute gar kein Warum haben. Warum bin ich überhaupt da? Warum lebe ich? Warum mache ich meinen Job? Auch durchaus Leute,
die da schon gutes Geld verdienen in ihrem Job, aber man merkt, die brennen nicht dafür, die haben keinen Willen. Das ist alles so, die machen es und das muss sein. Die haben irgendwie so einen innerlichen Antriebsfeder, die dann irgendwie hin und her schwingt und die nach vorne bringt. Aber ich spüre da keinen richtigen Siegeswillen auf der einen Seite. Und Erfolg kommt ja, es muss vorher etwas gemacht werden, damit etwas daraus folgen kann. Das heißt, diese volle Planung und dann die Identifizierung, das volle Aufsaugen und Committen mit dem, was ich will, was ich machen möchte, das ist wichtig, um nach vorne zu kommen. Die erfolgreichen Fußballer haben das. Ich finde immer bemerkenswert so Messi oder Cristiano Ronaldo. Das sind hammermäßige Leute. Der Ronaldo geht dann noch im Prinzip Elfmeter oder Freistöße üben, wenn seine Kumpels nach dem Training unter die Dusche gehen. Warum ist der ein klasse, einer der weltbesten Fußballer? Ich finde das von der Mentalität, von dem Siegeswillen, von der Arbeitseinstellung, von der Identifikation mit deinem Job, ist der Typ für mich hammermäßig cool. Dann Punkt 4, den der Kali aufgeführt hat. Man dürfte sich nicht auf früher Erreichten ausruhen. Tradition schießt keine Tore und sichert keinen Umsatz. Mit Tradition kannst du kein Licht anknipsen. Nicht im Stadion und nicht in der Firma. Das ist immer interessant, wenn ich mit Leuten zu tun habe. Ja, es war schon immer so. Aber es hat nicht nur in der Firma zu tun, es hat mit Verhaltensweisen zu tun. Ja, das war schon immer so, das haben wir immer so gemacht. Warum sollte ich mich verändern? Und das ist diese Veränderung, immer wieder zu gucken, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, das ist das Salz in der Suppe. Das ist das, was letztendlich gesehen der Antrieb ist, um die Rakete, die Erfolgsrakete nach oben zu bringen und richtig viel zu erreichen. Und dass Leute immer irgendwann einen Satz sagen, ach ja, was ich jetzt erreicht habe, das reicht mir ja. Das merke ich auch, wenn ich mit irgendwelchen Unternehmern unterhalte, wo der Umsatz stagniert oder es geht gar ruck. Ja, ach man, ist ja immer ganz gut, die Mitarbeiter, die Konkurrenz ist ja noch schlechter dastehen etc. Oder guckt er den Nachbarn, den geht es ja noch schlechter als mir. Ich hangle mich ja auch immer ganz gut durch. Ich bin ja der Einäugige und den Blinden, was weiß ich alles. Ich kenne das von mir selbst, natürlich habe ich auch schon mal diesen einen oder anderen Gedanken. Aber wichtig ist, dass man diesen Gedanken wirklich wahrnimmt und sagt, hey, was mache ich denn jetzt gerade? Welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Ruhe ich mich jetzt auf dem früher Erreichten aus und suche nur noch Begründungen, um diesen Status zu halten? Das merkst du vielleicht oft, du sprichst mit anderen Leuten, du merkst, du siehst, wie die im Prinzip auf der Stelle treten, du gehst hin zu denen und sagst, hey, was hältst du denn da und davon? Du, dann hörst du auf einmal 10 Gründe, warum das richtig ist, so wie sie sind. Die hören nicht zu und sagen, oh, wie meinst du das, hinterfragen das und sagen, hey, wie kann ich das jetzt vielleicht mal anders machen, probiere das aus. Da sind manche Leute recht beratungsresistent, mal etwas zu verändern. Könnt ihr jetzt das ein oder andere Beispiel nennen aus dem Finanzbereich? Wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass die Inflation hochgeht, Energiekreise steigen und so weiter. Du kannst deine Finanzen nicht mehr so managen, wie du das vielleicht die letzten 20 Jahre gemacht hast. Die Weltkugel dreht sich anders, Leute. Und ich merke, dass ich immer mehr mit dem Menschen wachrütteln muss, wirklich mal poltern muss, damit der kapiert, dass das, was er die letzten 20 Jahre gemacht hat, vielleicht durchaus aus dem Blick richtig gewesen ist, aber heute muss er sich hinterfragen und sagen, ist die Strategie, die ich jetzt habe, immer noch gut? Ein Rentenpapier, eine normale deutsche klassische Lebenssicherung, ein Bausparvertrag, Geld rumliegen haben auf dem Konto, was weiß ich alles und das von der Inflation wegklammern lassen. Da muss ich sagen, hey, da hat manch einer den Knall nicht gehört. Aber man ruht sich auf dem Erreichten aus und ach, es hat ja schon immer gut gegangen. Das ist so, als wenn du sagst, ich sitze bei 250 im Auto, sag, hey, guck in den Rückspiegel, der Weg ist frei, alles wunderbar, du machst den Blick nach hinten, aber in 3 Kilometern vor dir steht eine Betonmauer und du rast aber trotzdem mit 250 weiter und guckst nicht nach vorne, was da auf dich lauert, damit du das Gas zurücknehmen kannst und deine Vollbremsung machen kannst oder ausweichen kannst. Nö, der Blick in den Rückspiegel, ach, es ist doch alles gut, hinter mir ist doch alles frei, die Welt ist doch in Ordnung.
Ja, das waren so ein paar Ideen, die ich jetzt genommen habe vom Rainer Kallmund, habe die ein bisschen garniert und gewürzt durch eigene Kommentare, durch eigene Erfahrung. Hey, ich würde mich interessieren, wie gehst du denn damit um? Was ist denn deine Erfolgsformel? Was hältst du denn davon, was der Rainer Kallmund, ich verschmelze die Namen immer so ein bisschen, was der Kalli oder der Rainer Kallmund so von sich gegeben hat? Ist das interessant? Ist das lebbar? Ist das umsetzbar? Machst du das gar auch? Oder was sind deine Erfolgskonzepte? Wie gehst du erfolgreich durchs Leben und wie erreichst du einen guten Tabellenplatz und Top-Ergebnisse? In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, so würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung auf iTunes und Spotify. Gib mir ein paar schöne Sätze, warum dieser Podcast gut und schön ist. Abonniere diesen Podcast und sobald er draußen ist, nimm den Link, schick den weiter an eine Freundin, Bekannte, damit die auch mal die persönliche Erfolgsformel von Kalli hören und das hören, was ich da als Senf dazugegeben habe. In dem Sinne, alles Gute, der Holger.